Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wer es im Titel schon steht, ich wollte Squad-Builder schon dann sagen, Halt's Maul. Wie heißt denn das nochmal? Genau! Sprint to Glory Showdown. Und wer es gerade synchron gehört hat, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine. Mein Partner heute bei Manchester City Sprint to Glory Showdown ist der Chris Leches. Guten Tag, mein Freund. Servus, servus. Ja, ich bin extrem gehypt auf diesen Sprint to Glory Showdown und ich freue mich, hier Gast zu sein und hoffe natürlich, dass euch das Video hier gefallen wird. Und jetzt gebe ich direkt wieder zu dir ab. Ich freue mich auch unnormal. Mit Chris macht das extrem Spaß aufzunehmen. Bitte, erster Link in der Videobeschreibung. Guckt nach, dort haben wir schon aufgenommen. Richtig geiles Ergebnis ist entstanden. Richtig geile Transfers und so weiter. Aber Leute, kurz off-topic. Schaut unbedingt bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Speziell die Leute, die aus Salzburg oder aus Umgebung kommen. Schaut unbedingt vorbei. Ich bin gerade im Adventskalender vom FC Red Bull Salzburg. Mehr Infos dazu findet ihr auf meinem Account von Instagram. Pato FIFA heiße ich dort, wie eigentlich überall. Wie für die Leute eben rund um Salzburg ist etwas richtig Cooles für euch dabei. Also viel Spaß und jetzt wieder zurück. Sprint to Glory Showdown gegen Chris. Ich würde mich extrem freuen. Drückt dem Video einen Daumen nach oben, hinterlässt ein Abo. Auch bei Chris natürlich, wenn ihr zu ihm guckt. Ja, mein Lieber, was sagst du zu Manchester City? Da ist eigentlich viel Handlungsbedarf, oder? Ja, tatsächlich schon. Ich habe mir die Mannschaft gerade auch schon mal angeguckt. Also so gut, wie die auch ist und auch in der Realität. Ich glaube, man kann hier in FIFA zumindest einiges ändern und noch ein Stück weit was nach vorne bringen. Vor allem mit knapp 300 Millionen sollte das auch kein allzu großes Problem werden, oder was meinst du? Ich bin genau deiner Meinung und ich würde mal sagen, wir halten das Intro etwas kurz und wir starten sofort. Die erste Sommertransferphase, 20 Minuten haben wir Zeit für unsere Transfers und ich würde mal sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, das starten wir sofort. Ja, auf jeden Fall. Let's go, ich bin dabei. Okay, Abfahrt, let's go. So Freunde, Sommertransferphase, 3, 2, 1, let's go. Und Freunde, da ist wirklich viel zu machen, das ist ja unglaublich. Mahrez, Jesus ist auch noch am Start. Sehr, sehr gut. Cancelo als Backup ist perfekt. Leroy Sané ist da. Laporte ist hier. Das ist auch schon mal, das ist sehr, sehr gut, dass Laporte da ist. Ja, Verkaufspotenzial ist eigentlich nicht wirklich etwas vorhanden, sehe ich gerade. 17 Mio geht eigentlich klar. Nehmen wir sofort an. Den Stürmer habe ich schon im Kopf. Übereinkunft 114 Millionen Bernardo Silva zum FC Bayern. Das nehmen wir sofort an. Leroy Sané müssen wir eigentlich noch ein bisschen teurer verkaufen. Und wir haben nur noch 15 Minuten Zeit. Wie sieht's bei Chris aus? Timer beginnt in 3, 2, 1, go. 20 Minuten, Manchester City. Im Hintergrund seht ihr unser Team. Ich habe schon mal ein bisschen was gemacht. 4-3-3 halten. Ich will eigentlich eher 4-3-3 offensiv. Seht ihr aber alles gleich. Und wie auch gerade schon im Intro angekündigt, knapp 300 Millionen. Das sollte einiges machbar sein. Ich freue mich drauf. Die Zeit läuft. Ich muss mich ranhalten. Und deshalb starten wir jetzt direkt rein mit den Transfers. Der erste Transfer soll über die Bühne gehen. Paul Pogba hier, Manchester United vom großen Stadtrivalen, Liga intern. 100 Millionen Ablösesumme und damit schrumpft unser Konto schon mal, ja, wirklich sehr, sehr stark. Aber trotz allem, es sieht noch alles wirklich rosig aus. Es ist alles im grünen Bereich. Der Deal geht über die Bühne, wird damit fix gemacht und damit haben wir die erste Baustelle jetzt dann ausgebessert. Und am Ende werden wir verkaufen und eine Übereinkunft besteht. 81,3 Millionen, Leroy Sané geht eigentlich fit. Und Bernardo Silva ist verkauft, wir bekommen 108 Millionen. Gündogan bekommt ein Angebot. Das nehmen wir ebenfalls sofort an. Otamendi verkauft, wir bekommen 16,5. Mondi, 23,6 Millionen. Schauen wir mal, vielleicht bekommen wir dann noch ein bisschen mehr. Gündogan verkauft, wir bekommen 29 Mio. Foden verkaufen wir auch sofort. Übereinkunft, 34,6 Millionen für Mondi. So Leute, wir starten jetzt in die Transferoffensive. 548 Mio, das ist sehr, sehr viel. Und ja, wir brauchen das Geld, wenn man das hier so sieht. Leute, das ist meine Wunschliste. Das sind einige Spieler. Wir werden bestimmt auch nicht jeden Spieler bekommen. Aber ja, wir greifen erstmal an. Alexandro, Kauf delegieren. Ein bisschen günstiger als noch Paul Pogba zuvor, aber trotzdem 84 Millionen ist eine heftige Ablösesumme, aber auch für den heftigen Spieler. Ja, der Innenverteidigerpartner, der neue von Aymeric Laporte, Milan Skriniar, kommt von Inter Mailand, gerade schon angesprochen. 84 Millionen ist wieder sehr, sehr viel Geld, eine beachtliche Ablösesumme, aber ein nächster Transfer, der definitiv notwendig war. Liganos FC Porto, Linksverteidiger Alex Tejes kommt also hier von Portugal und soll unsere linke Verteidigerposition beackern und verbessern und genau das macht
Roster auch, ja, Aymeric Laporte konnte ja vor kurzem noch Linksverteidiger spielen, dem ist leider nicht so und von daher müssen wir da jetzt natürlich ein bisschen umdisponieren, aber genau das machen wir. Alex Telles kommt, 42 Millionen Ablösesumme. Übereinkunft, 17,5 Millionen für Thiago Silva, stark, und 32,5 Alexandro, das sind ja Schnäppchen, Leute, ich sollte immer delegieren. 73,5 Millionen. Luis Suarez, da haben wir auch schon mal unseren Stürmer. Sollte er ja auch kommen, ne? Thiago Silva hat das Angebot angenommen. Sehr, sehr stark. Erster Neuzugang in der Innenverteidigung. Koulibaly, 122 Millionen abgelehnt. Das ist aber bitter. Alexandro hat ebenfalls unterschrieben, Freunde. Sehr stark. Zweiter Neuzugang, der zweite Brasilianer. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Und Luis Suarez, der dritte Neuzugang. Brauchen wir noch Sadio Mané und dann können wir weiterverfahren. Ein ZM ist essentiell wichtig und ein Außenstürmer ist auch ganz, ganz wichtig. In den zwei Neuzugängen hier, Alex Telles und Skriniar. Nebenbei haben wir doch noch jemanden geholt. Ah ja, hier, Paul Pogba, genau, habe ich jetzt auch Spieler verkauft. Alle drei seht ihr im Hintergrund. Riyad Mahrez für knapp 37, Otamendi 22,9 und Ilkay Gündoğan für 39 Millionen. Was bedeutet, wir haben wieder Geld auf dem Konto, beachtlich viel, 170 Millionen. Ich weiß nur gar nicht, wo ich ansetzen soll jetzt als nächstes. Das Team ist nämlich richtig stark. Trotz allem, vielleicht in der Offensive noch eine Überraschung. Ich schaue einfach mal. Nein, Sadio Mané bekommen wir nicht. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Wir hauen jetzt komplett rein. Wir holen uns Leon und Messi. Wir haben so viel Geld, Freunde. Weil wir einfach nicht mehr viel Zeit haben. Abfahrt, das ist 140 Millionen. Hoffentlich nimmt er das an. 155 nehmen wir an, Leute. Let's go. So, Gehalt noch ein bisschen arbeiten. 450.000 Einstiegsbonus. Lionel Messi verpflichtet. 2,5 Minuten, Leute. Wir nehmen noch Kanté mit. Hoffentlich kommt Chris nicht drauf. 100 Millionen sollte klar gehen. 140 Millionen geht auch klar. Akzeptieren wir. Es muss jetzt alles schnell gehen. Ich meine nämlich, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen. 200 Millionen haben wir sogar noch. Baustellen im Team, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das Team ist überragend aufgestellt, auch noch ziemlich jung, mit sehr viel Potenzial. Trotz allem soll jetzt ein Routinier noch aushelfen. Einer der besten Spieler der Welt, wenn nicht sogar der beste, Cristiano Ronaldo. Wir waren in Verhandlungen, also mit Piemonte Calcio, mit Juventus Turin. 108 Millionen hatte Pato zuvor in meiner Folge für ihn zahlen können. Ja, er meinte nämlich, für 108 kann man den bekommen. Anfangs wollte Juventus auch 108, aber wir haben runtergehandelt. Jetzt sind wir geblieben bei 85 Millionen. Und der portugiesische beste Spieler überhaupt vermutlich wechselt jetzt also von Juventus Turin zu Manchester City und komplettiert vorerst mal unsere Transferphase. Jetzt hoffe ich auch, dass wir Cristiano Ronaldo behalten dürfen, denn ich habe mit Pato sehr viel drüber gesprochen und er wollte ja auch bei mir ihn einmal wegsnipen. Ich hoffe also, er hat sich jetzt nicht irgendwie auf den Transfers versteift oder so. Ich will einfach Cristiano Ronaldo gerne behalten, gut, und selbst wenn nicht, dann muss halt einfach wieder Leroy Sané in die Startformation. Diesen Luxus haben wir jetzt, das ist unser Team, die Transferphase ist zu Ende. Entweder ihr seht jetzt nochmal Pato oder uns direkt wieder zusammen. Leute, wir haben auch Kanté verpflichtet. Ich hoffe echt, dass Chris predicted, dass ich immer auf die älteren Spieler gehe. Deswegen als finalen Transfer probiere ich noch Van Dijk, in der Hoffnung, dass er kommt, Leute. 140 Millionen, das nehmen wir an. Wir haben nur noch 56 Sekunden, um den Transfer zu finalisieren. Ich bin guter Dinge, dass wir ihn noch bekommen. Ich bin hochzufrieden. 2, 4, 6 Transfers. Innenverteidiger, Außenverteidiger, Stürmer, zweimal Barca. Ich bin unnormal zufrieden, Freunde. So kann man arbeiten, Leute. Ich würde meinen, wir schalten mal in die Konferenz. Bin sehr, sehr gespannt, was Chris gemacht hat. So, Leute, Chris ist jetzt auch wieder mal am Start. Wir haben uns jetzt kurz unterhalten. Ich habe 6 Spiele verpflichtet und der gute Herr hat 4 Spiele verpflichtet. Und ja, wir haben jetzt, jeder hat jetzt 3 Picks zum quasi Discarden. Und egal, ob man 3 erwischt, man darf immer nur maximal 2 Discarden, damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde jetzt mal meinen, du als Gast, du darfst starten. Okay, also mit meinen 3 Spielern, die du womöglich verpflichtet haben könntest. Ja, also ich denke, es ist kein Geheimnis, seitdem Laporte nicht mehr Linksverteidiger spielen kann, braucht man bei City da eigentlich jemand. Ja, ganz so viele kommen nicht in Frage. Ich habe mich für einen entschieden, den du als kleinen Spoiler auch schon in der vorherigen Sprint to Glory gegen mich verwendet hast. Und zwar da noch als Backup, hier als Stammkraft. Ich habe David Alaba aufgeschrieben, hinten links. Ich habe auf der Innenverteidigungsposition Van Dijk oder Koulibaly. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mich dann für Koulibaly entschieden, weil Van Dijk vielleicht ein bisschen zu offensichtlich war. Und zu guter Letzt, ja, bin ich tatsächlich mit Cristiano Ronaldo noch bei dir gegangen. Mein Guter, du warst so knapp. Du warst echt so knapp. Echt? Ich wollte Koulibaly verpflichten, ne? Mhm. Ich bekam ihn aber nicht. Okay. Deswegen habe ich Van Dijk geholt. Nein. Doch. Oh. Und
das All, das passt. Ich habe aber Alexandro geholt. Oh, okay, Alex. Ja, stimmt, den gibt's auch noch, ja. Und ich habe nicht Cristiano Ronaldo geholt, sondern Messi. Nein, ich wollte eigentlich auch Messi holen. Dann habe ich noch Kanté verpflichtet und Luis Suarez. Und was? Thiago Silva für die Breite. Was? Woher ist das ganze Geld bei dir? Oha! Ich bin Geschäftsmann geworden, oder? Ja, definitiv, ja. Glaube ich nämlich auch. Okay. Gut. Okay. Ja, dann bist du dran. Okay, gut. Dann sage ich, weil du wirst mit Sicherheit auch Linksverteidiger geholt haben. Und da habe ich mich für Alexandro entschieden. Du wirst wahrscheinlich auch einen Stürmer verpflichtet haben. Da gehe ich mal auf Lewandowski und ein ZM. Nein, ich gehe in die Innenverteidigung und entscheide mich für die Innenverteidigung für Chiellini. Okay, also mit den Positionen bist du nicht ganz falsch, ja. Ganz kurz noch die Frage an dich, wenn du Zentrum jetzt ausgewählt hättest, welchen Spieler hättest du genommen? Ich hätte Kanté genommen. Okay, ich habe tatsächlich Paul Pogba geholt, ja, ähnlicher wow. Spielertyp, gleiche Nation, fast gleiches Rating. Fast gleiche Körpergröße. Ja gut. Also 100 Millionen für Pogba. Innenverteidigung, ich war in Italien, ich war aber nicht bei Juve, sondern bei Inter und habe mir hier Skriniar geholt für 84. Wow. Als du Linksverteidiger Alex gesagt hast, dachte ich, nein, bitte nicht. Aber es war dann Alexandro und ich habe Alex Telles geholt für 42 wow. Millionen. Ja, Stürmerposition indirekt, er ist Stürmer, kann aber auch auf dem linken Flügel. Und wir haben es vorhin noch drüber gehabt, Cristiano Ronaldo kam noch bei mir von Piemonte Calcio für, du hattest vorhin gesagt, für 108 kann man den haben. Ich habe gehandelt ja. und habe ihn für 85 bekommen. Was? Ja. Cristiano Ronaldo, oh linker Flügel bei mir. Das ist krass. Ja. Also mega stark. Ich würde mal meinen, Freunde, wir simulieren bis zum 1.1. nach vorne. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende dann aussehen wird. Zumindest mal in der Wintertransferphase. Also, bis gleich, Leute. Bis gleich. So, Leute, Januar 2020. Und wir schnacken da, glaube ich, nicht so lange rum. Ne? Drücken wir beide auf Kreis. Mhm. Und schauen wir mal. Oh, okay. Nein. Welcher Platz bist du? Ich bin nur Dritter und habe 5 Punkte Rückstand auf Liverpool. Wow, ich bin 2. Platz und habe 2 Punkte Rückstand auf Tottenham. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 52 Punkte. Okay, ich habe 51. Boah, stark. Okay, ist noch ziemlich... 0 Niederlagen. Du? Ja. Ich habe eine, ich habe aber 3 Unentschieden. Ich habe 4, das ist das Bittere. Okay. Ja, okay. Spannung. Das nächste ist Community Shield, oder? Ja, können wir auf jeden Fall mit reinnehmen, wenn du möchtest. Okay, habe ich gewonnen. Habe ich auch gewonnen. Sehr gut. Mhm. FA Cup, glaube ich, startet erst jetzt. Ja, der geht ja. jetzt erst los, genau. Gegen Oldham spiele ich, okay. Ich treffe auf Cardiff City. Carabao Cup, oh. Bin ich dabei im Halbfinale? Ja, gegen wen? Boah, Liverpool. Okay, ich muss gegen United. Liverpool ist bei mir nicht mehr dabei. Die Wolves treffen auf Tottenham und ich auf United. Direktes Manchester Derby. Boah, ich habe Man U, Tottenham, FC Liverpool. Das wird stark. Oh ja, ich habe Liverpool ins Viertelfinale geschlagen, sehe ich gerade. Okay. Oh, stark. Jetzt kommt die Champions League. Mhm. Oh. Okay. Okay, ja, ich bin weiter. Ich auch. Gegner? RB Leipzig. Ich treffe auf Lyon. Okay. Boah. Ich hatte eine Niederlage. Ich habe alle 6 gewonnen. Stark. 17 Tore, 2 Gegentore. Krank. Okay, du bist besser. Ich habe 16 Tore und 2 Gegentore. Aber boah. Ja, ich denke, es ist machbar. Leipzig-Lyon wird bei beiden normalerweise eine machbare Sache, aber dann wird es halt schwierig, gell? Ab Viertelfinale spätestens alles so dicht, was die Qualität angeht. Ja, wie schaut denn unsere Mannschaft aus? Okay, ich bin zufrieden. Keine Verletzten, Gott sei Dank. Ich auch nicht, aber ich habe eine Sperre mit Laporte. Aber gut, sonst bin ich sehr zufrieden auf jeden Fall. Okay, Leute, dann würde ich mal meinen... Wintertransferphase, 10 Minuten. Ich schalte den guten Herrn auf Stumm. Bist du bereit, mein Lieber? Ich bin ready, ja. Okay, let's go. Let's go. Okay, 10 Minuten. Ich denke, ganz so lange werde ich nicht brauchen, aber wir schreiben einfach wieder hier. Das war eh klar, du brauchst 2 Minuten. Ja, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Bis gleich. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. 10 Minuten Timer, 3, 2, 1, let's go. Wintertransferphase und ich muss euch eines sagen, ich weiß nicht, was ich verpflichten soll, ne? Es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Es kommt auch darauf an, ob ich jetzt noch irgendeine Summe reinbekomme. Vielleicht, wenn ich Aguero verkaufe, Mbappé? Habt ihr Bock darauf? Ich hätte Bock darauf. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die Transfersummen zusammenbekommen. Das Blöde ist, die Spieler sind einfach nichts wert, ne? Ich habe gesehen, wir können Cancelo sogar tauschen. Oh, Van Dijk ist verletzt.
Van Dijk ist verletzt. Oh oh. Van Dijk, 2 Monate Ausfall. Ja, eigentlich kann ich das jetzt alles vergessen, ne? 2 Monate. Wem stellt er da rein? Hartwood Bellis, den kennt doch kein Schwein. Oh, 0-4 und Aguero hat sich verletzt. Das kann nicht wahr sein. Jetzt verletzen sich all meine Spielerfreunde. 4 Wochen Aguero, ach Gott. 4 Minuten, Leute. Wir bekommen kein Geld rein. Ich wollte eigentlich Mbappé holen, aber es wird nichts. Timer beginnt in 3, 2, 1, go. Also, 10 Minuten, Pato hat es angesprochen, also es ist die Wintertransferphase und wir haben noch 84 Millionen. Trotz allem, ich hoffe natürlich, dass ich das Geld komplett ausschöpfen kann, was bedeutet, wenn ich jetzt jemand hole und ich müsste den snipen, hätte ich dann nichts mehr auf dem Konto. Schwierige Situation, ich kämpfe mich da aber mal rein, ich schaue mir das Ganze mal an und ja, dann sehen wir uns gleich hoffentlich mit einem richtig geilen Transfer. Okay, der erste und einzige Transfer in der Wintertransferphase geht jetzt über die Bühne, 77 Millionen und John Stones im Tausch. Das Ganze für Kalidou Koulibaly, der kommt vom SSC Neapel. Wir haben eine so gute Mannschaft auf den Außenverteidigerpositionen haben wir Cancelo, auf der anderen Seite Alex Telles, da will ich auch dabei bleiben. Haben wir zweite... Cut, null, neu. Das hier, komplett neu. Nö. Und damit ist die Wintertransferphase hiermit zu Ende. Okay, 43 Millionen Stones. Das nehmen wir sofort an und bitte, ich hoffe, er wird verkauft, Freunde. Und Jesus hat sich auch verletzt. Leute, was soll ich machen? Die verletzen sich gerade alle. Mein ganzes Team ist gefühlt verletzt. Okay, Aguero ist wieder da. Stones verkauft 40 Millionen. 67 Millionen. Was kann man denn um 67 Millionen verpflichten? So, Leute, man kennt das bei mir. Letzte Sekunde, last minute. Ich versuche, Anthony Martial zu verpflichten. Na, damit hier wenigstens ein Transfer vorhanden ist. Innenverteidiger ist mir jetzt kein guter eingefallen. Ich wollte nicht wieder irgendjemanden alle Ramos oder Piqué holen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir Martial holen, damit wir zumindest einen Transfer haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Christo gemacht hat. Bei Martial habe ich mir aber auch etwas gedacht, weil Martial kann auf 3 Positionen spielen. Linker Flügel, Stürmer, linkes Mittelfeld. Und ich denke mir, dadurch, dass Jesus verletzt ist, ist er ein sehr, sehr guter Backup. Wir sind fertig. Und deswegen schalten wir in die Konferenzschaltung. So, Leute, Transferphase ist vorbei. Chris hat einen verpflichtet und ich habe einen Spieler verpflichtet. Und das heißt, wir dürfen beide nur einen Spieler snipen. Mhm, genau. Ja, mein Lieber, du als Gast, du kannst schon loslegen. Okay, also, wir haben gerade schon mal ein bisschen gequatscht. Unabhängig von den Personalsorgen bei dir, bleibe ich bei meinem Spieler, den ich bereits aufgeschrieben hatte. Ich habe mich für einen entschieden, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Und hinten rechts Cancelo ist ja alles schön und gut. Ja, bei mir hat er mittlerweile eine 85, aber ich denke, Joshua Kimmich, der wahrscheinlich eine 87 zum aktuellen Zeitpunkt hat, würde dich nochmal verbessern. Und deshalb habe ich den auch geschrieben. Nein, ich bin zufrieden mit einem 85er Cancelo, deswegen bleibt er. Mhm. Habe aber trotzdem für die Breite gearbeitet und habe mir Martial geholt. Ach ja, okay. Nee, da wäre ich im besten Willen nicht drauf gekommen, nee. Okay, sehr, sehr stark. Bei dir weiß ich, dass du ein hohes Transferbudget hast. Ja. Und deswegen glaube ich, dass du Neymar verpflichtet hast. Tatsächlich hatte ich den Transfer im Kopf. Ja, ein Gedanke habe ich mir drüber verschwendet, dass ich Sané vielleicht verkaufe und Neymar hole. Aber ich habe mich in der Defensive nochmal ein Stück weit verstärkt. Ich hatte ja zwar Skriniar, 86, alles schön und gut. Ne, wobei 87 hat er, glaube ich, schon. Ich habe mich aber nochmal verbessert. Und Skriniar ist nur auf der Bank. Ich habe Kalidou Koulibaly geholt, 77 Millionen und Stones im Tausch. Das ist mein einziger Transfer. Du Nachmacher! Ja, nein, tut mir leid. Sehr, sehr stark. Was hat denn der jetzt für ein Rating? Der müsste auch 90 haben, oder? Bei mir jetzt 90, aber er ist verletzt. Ja, das sehe ich jetzt gerade auch. Ich hoffe nur nicht, dass der allzu lange ausfällt. Gut, und wenn nicht, dann habe ich noch immer Skriniar, den habe ich ja nicht verkauft. 3 Wochen, naja gut. Besser als jetzt irgendwie 2-3 Monate, sage ich mal. So wie meiner. Ja. So bitter. Mhm. Und ja, ich würde mal meinen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Saisonfinale bei uns zwei jetzt ausgehen wird. Definitiv. Deswegen werden wir mal nach vorne simulieren, bis 1. Juni 2020. Leute, bevor es weitergeht, schreibt in die Kommentare, wer hat gewonnen, Pato oder Chris? Schreibt in die Kommentare, ich habe meinen Kalender schon gesehen und ja, ich würde mal sagen, Chris, wir drücken beide auf Kreis, okay? Ja, ich habe gemacht. Okay. Wie viele Punkte? Wow, was für ein Foto-Finish. Punkte gleich. Mit Tottenham, ich bin aber Meister. Nein, echt jetzt? Ja, ich bin Meister geworden. Hätte ich mir nie gedacht. Ich bin... Eine Tordifferenz.
Also ich bin Dritter tatsächlich, ja. Es gibt für mich 17 Punkte. Ich habe 99 Punkte. 103 Punkte. Ja, 103 hat bei mir. 99 wärst du auch bei mir Dritter. Ja, okay. Ja gut, also der 19, Wettbewerb geht an dich. Ja. Okay, 17 Punkte geht bei mir aufs Konto, bei dir 19. Ja, Community Shield haben wir ja beide gewonnen. Ne? Sollen wir da einfach einen Punkt für beide, oder? Ja, machen wir einen Punkt für beide. Okay. Oh mein Gott, ich habe den gewonnen. Nein. Nein, 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 nein. Wir sind, welcher Verein sind wir denn? Wir sind Manchester City. warte. Ich habe auch Community Shield verloren. Ich Trottel, ich habe wieder gedacht, ich bin Liverpool. Ach so. Okay. Und du hast ihn gewonnen, ne? Also Community Shield habe ich gewonnen, ja. Okay, warte, dann mache ich bei mir 0, bei dir 1. Ja, habe ich gewonnen. FA Cup, Runde 5 bin ich raus gegen Liverpool. Okay, ich habe Runde 5 noch gewonnen gegen United, aber Runde 6 war dann Endstation gegen Tottenham. Macht bei mir 3 Punkte und bei dir 2, wenn ich mich nicht verzählt habe. Carabao Cup habe ich im Finale verloren. Oh Mann, ich habe auch im Finale verloren tatsächlich gegen Tottenham und du? Ich auch. Oh Mann, was macht denn Tottenham hier? Die gehen ja voll ab. Wirklich? Ey, unglaublich. Aber ich glaube, Runde 3 haben wir eingesetzt. Dann Runde 3, 4, Viertel, Halbfinale macht also 4 Punkte für jeden. Ja, habe ich notiert. Und dann geht's zum entscheidenden Wettbewerb, bevor wir hoffentlich nicht wieder 5 Manager-Titel bei dir da sehen. Champions League, ja? Barcelona gewonnen gegen Atletico. Ich habe gewonnen, die Champions League. Skandal. 4-3 im Elfmeterschießen gegen Real Madrid. Du glaubst es nicht, ich bin gegen Leipzig ausgeschieden. Nein! Doch, Achtelfinale. Nein, das kann nicht sein, oder? Oh Gott, doch. Was? Also ich habe 6-1 Lyon geschlagen, ich habe dann 3-2 Atletico, 3-1 Barca und dann im Elfmeterschießen Real Madrid. So leid mir es tut, für dich gibt es nur 2 Punkte, das ist echt bitter. Ich hole 2, 4, 6, 8, 12. Was? So viele Punkte? Ja, Gruppenphase 2, Achtel, Viertel, Halb sind wir bei 8 und wenn man das Finale gewinnt, gibt es nochmal die doppelte Punktzahl drauf, also 4 und somit 12 in der Champions League. Oh mein Gott, GG an der Stelle und jetzt Trainer des Monatspreis. Wahrscheinlich jetzt bei dir 12 und du bist wieder voll im Rennen. Ich hoffe. Oh nein, ich habe nur einen. Ich habe 2. Okay. Ich war, ganz ehrlich, witzige Geschichte hier am Rande. Ich habe direkt am Anfang, wo wir an den September ja simulieren oder an den 1. Januar, habe ich, bevor wir dahin simuliert haben, direkt die Nachricht bekommen, Trainerauszeichnung erhalten. Und das war die einzige und es war direkt die nach dem ersten Monat. Und sonst nichts mehr dazugekommen. Aber gut, ja. Hauptsache im Champions League Finale trotzdem kein Trainer des Monatspreis. Das ist komisch. Ja, das ist echt komisch. Aber du hast mich jetzt deutlich besiegt. GG an der Stelle. Oh mein Gott. Ja, danke schön. Ach, ich geb Van Dijk die Schuld, weil er so lang verletzt war. Ja gut, kann natürlich sein. Wichtiger Bestandteil in der Defensive. So bitte, auf jeden Fall Gratulation, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Alter. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Die Aufnahmen mit Chris, wie immer, sensationell. Okay. Wenn ihr weiter Bock habt auf den einen oder anderen Sprint to Glory Showdown mit Chris, gebt den Daumen nach oben auf das Video. Und ja, ich bin raus an der Stelle. Chris hat das letzte Wort. Ciao! Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier Teil von diesem Sprint to Glory Showdown sein durfte. Gast auf diesem Kanal. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Pato hat es gerade angesprochen. Es harmoniert einfach und es macht unfassbar viel Spaß, sowas hier aufzunehmen. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst hier einen fetten Daumen nach oben da auf dem Kanal. Alle, die von mir da sind, abonniert, schreibt einen Kommentar. Alles fleißig, ihr wisst, was zu tun ist. Und ansonsten bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch, auch bei Pato, und beende damit dieses Video. Ja, auch eine Ehre. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.